Und willkommen zurück zu Let's Play Just Cause 2. Ich bin jetzt schon fast auch 100 Meter noch. Boah, die letzten Meter können wir schwimmen. Und wir sind da. Starten wir Mission. Und jetzt geht's los. Ja. Okay. Da erwartet mich jetzt eine neue Story von dem. Willkommen. Ich bin Sri Irawan, der Anführer der Ulas. Panau ist unser Land und wir sind bereit, dafür in den Tod zu gehen. Meine tapferen Krieger freuen sich über jede Hilfe im endlosen Kampf gegen die widerwärtigen ausländischen Teufel. Ja, ich weiß. In der Tat. Ihr Ruf eilt ihm voraus. Man nennt sie Scorpio. Sie sollen ein guter Schütze sein. Schnellchecker. Ich erledige jeden Job. Aber Sie sind sicher nicht nur auf der Suche nach Arbeit, oder? Um ehrlich zu sein, ich suche einen Amerikaner. Einen Amerikaner, hm? Klingt interessant. Ja. Einen sehr gefährlichen Mann, auf dessen Kopf eine Belohnung ausgesetzt ist. Man hat mir erzählt, Sie könnten wissen, wo man nach einem solchen Mann suchen muss. Ah, Sie schmeicheln mir. Aber natürlich setze ich meine Leute darauf an. Und in der Zwischenzeit arbeiten Sie für mich, okay? Okay. Ich tue, was mir gesagt wird und halte den Mund. Braver Junge. Sie besorgen mir Infos über diesen Amerikaner und stellen keine Fragen. Hm, das klingt fair, Serdadu. Serdadu, oder was immer das auch heißen würde. Also ich nenne jetzt einfach die Gelben. Wir haben vorhin die Roten gespielt, also ja. Eines müssen Sie wissen, Scorpio. Wir Ula-Boys streben seit jeher einen Machtwechsel auf Panau an. Und was bedeutet mehr Macht als die Spaltung von Atomen, frage ich Sie. Wir befinden uns in der Nähe des Awan Shendawan Atomkraftwerks. Es kann seinen Besitz auf mehrere Arten mit Energie und Macht versorgen. Und schon bald wird es den Ulas gehören. Aber meine tapferen Soldaten brauchen zur Übernahme des Kraftwerks ihre Hilfe. Wenn sie das tun, werden sie mich vor Freude strahlen sehen, Serdadu. Serdadu, Alter, wenn ich wüsste, was das ist. Also ich kann mir jetzt denken, was wir machen müssen. Entweder sabotieren wir das Ding oder zerstört es. Wollen wir mal hoffen, dass ihr mich auch laut genug hören könnt. Festungsübernahme gestartet. Energiekrise. Ja. Ihre Aufgabe ist, mich ins innere Kraftwerk zu bringen. Ich hacke mich in Ihr Computersystem und übernehme dort die Steuercodes. Okay, los geht's, Ulas. Und Sie, Scorpio, sorgen dafür, dass ich am Leben bleibe, okay? Mach ich doch. Greife an! Diesmal erst nachladen. Und jeden killen, der mir blöd kommt. Wir kommen nicht durch den Eingang. Nein! Scorpio, finden Sie einen Weg aus blöd. Und öffnen Sie uns von innen. Alter, ist der Junge er dumm. Wie ein Schwein. Deine Mutter blutet gleich wie ein Schwein. Ich kann nicht schießen. Komm du mal erstmal runter, ja? Halt die Schnauze. Wenn mich jemand so beleidigt, der kriegt von mir nur Dreche. Hört doch mal auf mit deiner Shotgun. Meine Munition ist ja nur leer, aber deine ist voll. Gebt ihm Feuerschutz, tapfere Ulas! Genau. Scheiße. Die kommt wie gerufen. Gibt's da oben Munition? Ach, scheiße. Ah, eine Kiste. Fahrzeugteile. Techniker. Geh von der Seite! Lieber erstmal alle killen, sonst nerven die. Attacke! Los. Ach komm, hier Granaten. Krieg jetzt einen Sonderpreis. Gott. Für den Ruhm von Panau. Alter. Wieso geht ihr nicht sterben? Ach hier, komm.
kriegen wir 100 Sabotagepunkte. Yeah. Nice, Chaos. Na, Alter. Wo ist er denn? Was denn? Ich hänge fest. Jetzt nicht mal, jetzt wirst du sterben. Ich habe keine Munition mehr. Ah, scheiße, ich muss oben. Oben war eine Shotgun. Scheiße. War doch eine Shotgun. Wo ist die? Oh, sag jetzt nicht, ich muss da runter. Scheiße. Rüber! Alter, was mache ich denn jetzt? Ja, klar, zerstört eure Türme. Super schlau. Ich kann sie ja mit den Granaten killen, aber ich glaube, das wäre nicht so von Vorteil. Lauf, lauf. Bleib mal bitte da stehen. Ja, bleib stehen. Nice. Bleib stehen. Alter, ich habe keine Munition mehr. Was mache ich denn jetzt? Stirb. Ja, nice. Du bist tot. Willst du mich verarschen? Alter, nur noch eine. Okay, komm. Dahin. Wenn es mir jetzt hilft. Oh, nice. Er ist da drüben. Geht sich damit. Du bist doch ein Penner. Ja, Alter, wo finde ich jetzt Munition? Ich habe keine Munition mehr. Komm mal her. Komm mal her. Hab doch keine Angst, ich tu dir doch nichts. Jetzt tun wir mal ein bisschen aufhängen. Ah, Mann. Da gibt's hoffentlich eine Waffe, oder? Habt ihr Waffen? Hallo, hat hier irgendjemand eine Waffe? Tötet ihn! Halt die Fresse. Ich geh um ihn rum. Hat hier irgendein Fahrzeug eine Bewaffnung oder sowas? Alter, also, ich bin sowas von gefickt. Hoch da. Du Drecksack. Oh, Mann. Runter da. Gut, er ist tot, oder? Oh, Leute. Hoch. Nein! Ach, nur weil ich Munitionsmangel hatte, oder was? Ah, komm, neuer Kontrollpunkt. Das wird ein aufbrausender Part. Nächstes Mal muss ich dran denken, mehr Munition mitzunehmen oder bessere Waffen. Ja, fuck, ich muss die Waffen mal aufmotzen. Beim Schwarzmarkt. Na toll. Ihre Aufgabe ist, mich ins innere Kraftwerk zu bringen. Ich hacke mich in Ihr Computersystem und übernehme dort die Steuercodes. Ja, sei froh. Okay, los geht's, Ulas. Und Sie, Scorpio, sorgen dafür, dass ich am Leben bleibe, okay? Ja, ja. Wupp, runter mit euch. Nice, die sterben ja auch direkt. Meine Waffe. Wir kommen nicht durch den Eingang. Scorpio, finden Sie einen Weg außen herum und öffnen Sie uns von innen. Ja, klar. Mach ich doch gern. Ich weiß jetzt nicht, ob das so schlau war, aber das ist ein Revolver. Der macht richtig fett Schaden. Was ist das? Na, nee, ist eine normale Pistole. Na Gott. Kommen wir mal rüber. Mal gucken, was wir jetzt machen. Granate! Flieg! Fahrzeugteile. Ich nehme seine Flanke! Ich habe jetzt auch keine Granaten mehr. Ach nee, es war ein Fernzünder. Ja, komm. 4, 3, 1. Nein! 4, 2, 4, 3. Ja, ich schaff. Es ist offen. Hier, Granaten. Kommt schon. Bitte schön. Schenke ich euch. Bitte. Sie sich um die Männer in den Türmen. Er steckt ziemlich was ein. Scheiß Raketenwerfer. Headshot. Headshot. So. Zumindest Munition. Okay. Scheiße.
Runter da! Wunderbar, jetzt kann es weitergehen. Ja, Leute, jetzt kann es weitergehen. Verstärkung ist unterwegs, etwas Geduld. Nein, hier kommt keine Verstärkung. Kann man die Scheiße nicht wieder hochfahren? Sie können uns nicht aufhalten. Dieser Ort wird schon bald den Ulas gehören. Bist du dir zu 100% sicher, weil wenn ich da Munition habe? Haben wir verkackt. Yeah, Munition. Raus da! Jetzt habt ihr freie Wahl! Feuer frei! Was? Von wo denn? Da. Noch mehr auf den Stegen! Ja, komm, hier. Töten Sie sie, Scorpio! Wo denn? Welche Stege? Ach, da! Runter! Spar ich mir ja die Munition! Bam! Sie haben Scharfschützen. Kümmern Sie sich darum, Scorpio. Sie hatten Scharfschützen. Sie haben sie erwischt. Ja, Ulas, klar. Vorwärts. Weg damit. Ist hier noch jemand? Okay. Hört zu, Brüder. Wir haben es fast geschafft. Kämpft weiter. Alle Granaten raus. Es wird uns helfen, hoffe ich zumindest. Scorpio. Kümmern Sie sich um das Geschütz! Welches Geschütz? Das wird uns helfen. Raus mit dir! Alter, wie viel die aushalten? Nice, MG! Vorwärts, tapfere Ulas! Raus mit dir! Nur ich darf ans Geschütz! Alter, wenn das nicht die Munition wert ist, dann weiß ich nicht. Erstmal das Geschütz rausholen. Die kommt wie gerufen. Okay. Das ist das Terminal. Sie müssen mich beschützen, während ich mich ins System hacke. Mach ich doch gerne. Jetzt erstmal MG-Feuer. Oh, sorry. Weg mit euch. Nicht beim Hacken, ihr Idioten. Das macht mich sehr wütend. Oh, mich macht das auch sehr wütend. Alter, ich treffe hier ja gar nichts. Wegs Mauern. Ah, ich werde sterben. Nein, das will ich nicht. Alter, wie viele kommen? Hätte ich jetzt nicht aus MG, wäre ich sowas von am Arsch. Verpiss dich! Weg ist er! Scorpio! 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 Ich hab's! Das Kraftwerk ist sicher! Nice, unser Kraftwerk. Und ich hab's wieder mal geschafft und das beim zweiten Mal. Ah, Helikopter. Meiner. Soll ich denn noch was machen? Öffnet PDA. Mach's doch. Die Ulas. Sag ich doch, die gelben. Grob, was ist das? Ach so, okay. Hier gibt's eine zweite Mission. Kann ich jetzt von den roten was machen? Anscheinend noch nicht. Jo, dann machen wir das von den Ulas. Nein, mit markieren, genau. Helikopter, das macht alles um so viel einfacher. Ach, ganz wunderbar. Sie bringen den Ulas Macht, Scorpio. Ich werde Ihre Leistung nicht vergessen. Ja, danke dir. Hat das... Nee, Scheiße, hat keine MGs. Leider. Okay, wie weit ist es? Ach, 3 Kilometer, komm, das fliegt mal jetzt. Da mache ich jetzt keinen Cut rein. Ach, genießt die Welt von Just Cause 2. 1049 Quadratkilometer große Spielewelt. Was ist denn das? Das ist ja was. Ah, das fliegende Schiff. Dort werde ich auch noch hingehen. Aber erst im freien Spiel. Das mache ich dann noch ein extra Video. Ich hoffe, das gefällt euch dann. Hüte dich vor Sriravan. Sein Geschwätz von höheren Idealen ist verführerisch. Vergiss aber nie, dass er ein Ulaboy ist. Ulaboys töten, ohne mit der Wimper zu zucken.
Sei in seiner Gegenwart also sehr vorsichtig. Profildaten. Okay. Der wird mir ja nichts angezeigt. Ula Boys scheinen sehr gefährlich zu sein. Hör auf. Mit dem Helikopter ist doch vieles einfacher. Ich hoffe, den können wir danach behalten. Und wir sind schon fast da. Okay. Das ist ganz kurz weg. Ja komm, scheiß drauf. Geschafft. Und kaputt war er. Nächste Mission. Wir stehlen der Regierung seit einiger Zeit diese. Sie müssen herausfinden, wie viel die Regierung davon weiß. Laut eines Sprechers der Panauischen Atomenergiekommission haben sich die Berichte, nachdem die ultranationalen Ula Boys für die heutigen Terroranschläge auf das Atomkraftwerk verantwortlich waren, als falsch erwiesen. Ja, Troma hat gar nichts verstanden. Nice. Hallo. Nachladen. Okay. Scheiße, ich habe nur eine Waffe. Zum Glück ist der Schwarzmarkt da. Der Schwarzmarkt, bester Freund. Indem du mir Waffen besorgst. Ausrüstung, der Chaosfallschirm. Ach komm, was bringt's mir? Ich kauf's mir den jetzt. Pass auf! Ja komm, ich will's nicht dein Gelaber hören. Gut, 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 gut. Gehen Sie zur Pipeline. 300 Meter. Das können wir mit dem Wagen fahren, aber zuerst will ich mir Waffen bestellen, damit ich auch richtig ausgerüstet bin. Der Revolver. Was kann man denn da machen? Scharfschützengewehr, ich glaube, das bringt mir gar nichts. Ach komm, Revolver stocken wir jetzt mal auf. Ja, genau 10, nice. Jetzt nochmal. Level 3. Den kaufe ich mir jetzt auch. Wir haben ja genügend Geld. Am Anfang hatte ich 130.000 und jetzt gerade mal 70. Wenn ich richtig gezählt habe. Ich muss hier abhauen. Nice. Wartet mal. Ein Sturmgewehr gegen... Also ich würde das ja auch enttäuschen. Gut. Willst du mich verarschen? Dann nehme ich ja lieber meine Shotgun. Revolver. Entschuldigt für die Versprecher. Ja, okay. Ja. Der Wagen sieht gar nicht mehr so schlecht aus. Also meiner Meinung nach. Ich weiß ja nicht, auf welchen. Ah, warte mal. Sie kommen der Sache langsam näher. Scheiße, vorbeigefahren. Also ich jetzt sei ich drunter. Ja, na wie geil, Junge. Ich hoffe, da ist niemand. Feind geortet. Ach, wie, natürlich. Greife an! Halt die Fresse. Keine Bewegung! Ja, hier sag ich doch, halt die Fresse. LOL, seid ihr dumm! Weg! Oh lol! Bam! Bam! Und wo bist du? Komm mal her! Ich will dir die Fresse polieren. 1, 2, 3, 1. Ja, komm, los, los, los! Ach, drei! Scheiße! Kommt jetzt Welle für Welle oder was? Einer erledigt. Bleiben noch zwei. Nein. Das wird ungemütlich. Nein, ich bin nirgendwo. Ich bin ein Geist. Oh, ich bin weg. Naja, scheiße. Alter, nicht, dass ich da hin sehe. Kommt her! Keine Gnade! Weg. Munition. Ich hab drei Schussfeld. Also die Knarre ist schon heftig. Los. 2, 3, 4, 2. Mach schon schneller, da kommt's. Nein! Drei Schussfeld. Nein! Piss dich! Einer noch. Ich verpiss mich mal, ich will kein Ach, da ist ja was. Ein Rüstungsteil. Das nehme ich noch mit.
Nein! Ich will nicht sterben. Nein, ich will nicht sterben. Das ist mir aber wert. Na klar. Ich bin eine richtig feige Sau. Ironie. Okay. Und weiter. Wop. Also der Fallschirm gefällt mir richtig gut. Ja, wie geil. Immer muss es so sein. Das dritte ist immer das größte. Ah, oh, als Fallschirm. Der hat sich gelohnt für 5000. Ach nee, ey, komm, das ist unfair. Danke. Alter, das ist unfair. Okay, ja, halt die Fresse. Hier, Granate. Lauf! Granate! Ach, na, wie geil, keiner erwischt. Mist, ich hab keinen Schussfeld. Ja, halt die Fresse, hier. Und schnell uploaden, bevor ich Probleme bekomme mit denen. 4-1-4-2. Fertig. Ah, nee, ist das zweite? Ach, da habe ich mich gehört. Okay. Sie gefallen mir, Scorpio. Sie verhalten sich wie ein echter Ula. Ach nee, nice. Gaskrise auch noch gemeistert, aber das war doch die dritte. Öffnet PDA. Warte erstmal, ich will mir das Ding holen. Nein, fuck, ich wollte es mir noch nehmen. Alter, da gibt's ja reichlich Dinge, die ich noch machen könnte. Ah, okay. Jetzt kommen die Blauen dran. Gut. Halt die Fresse! Was? Ey, ich könnte ja was machen. Ich könnte ja die Drecksbasis in 1000 Teile zerlegen. Das mache ich jetzt mal schnell. Komm mal her. Jetzt kommt mal ruhig her. So, jetzt habt ihr nichts mehr zum Lachen, ne? Ach, ne. Hier war ja noch was. Nein, die braucht ihr nicht. Helikopter sind mein schlimmster Erzfeind. Weg mit euch! Ich zerfetz euch. Weg! Kommt ein Helikopter. Alter, wenn ich den jetzt nur mal treffen würde. Komm mal her! Vor dir habe ich keine Angst. Ja, komm her! Wir haben Sichtkontakt. Brenn, du Drecksding, brenn! Ja, komm! MG versus MG. Ich hab gewonnen. Weg, komm. Ja, ich glaube, es sollte reichen. Ah, das ist ein Helikopter, nice. Weg und lauf. Nein, fuck, ich bin in den Heli. Rein. Und weg bin ich. Hoch mit dir! Und weg! Nice! Ach, der ist schön schnell. Das gefällt mir. Was macht man denn jetzt, Schönes? Der Mond muss warten. Ja, das kann warten. Gruppenmission, das will ich nicht. Was kann man denn jetzt machen? Von den Roten oder... So wie ich sie nenne? Gruppenmission, Piratensender. Die Mission kenne ich jetzt nicht. Ich glaube, ich mache das von den Gelben. Die sind schön nah dran. 3 Kilometer. Wie immer. Wie die mich alle mit den Autos verfolgen. Halten Sie durch. Die Verstärkung ist gleich bei Ihnen. Ach du Scheiße. Nein. Nein. Fuck. Ich glaube, ich sollte mir mal den holen. Ja, komm her. Nein, komm her. Jetzt komm her. Nein, hoch. Ach du Scheiße. Wenigstens ist der Heli down. Wo ist er denn? Da. Alter. Ja, Mann, jetzt wird der gekentert. Ich hab kein Freiheit.
zwei Schussfeld. Und hoch mit dir, Scorpio. Bam. Und jetzt gehörst du mir. 4. 2. 4. Und das war's. Weg. Nice, und der ist ja noch schneller. Wir schicken einen Vogel zu Ihnen. Nein. Jetzt übernehmen wir. Oh nein, Alter, ich habe keine Lust mehr auf euch. Wenn es sein muss, verpisse ich mich, aber bitte lasst mich in Ruhe. Das geht langsam als Belästigung. Ah, nice. Verlieren Sie Sicht, okay. Ich hoffe, die sind weg, bevor ich da bin. Komm, verpiss dich. Yep, der wird langsamer. Nice. Okay, die sind weg. Ah, es wird langsam tags. Gut. So gefällt's mir. Den Helikopter, den nehme ich mit zur nächsten Mission. Den könnte ich brauchen. Also ganz vorsichtig landen. Und runter mit dir. Aber so, dass er nicht verschwindet. Ja, komm runter. So. Okay, nächste Mission starten. Ich hoffe, der Heli ist noch da. So, jetzt fangen wir an. Scorpio, mein Freund. Unsere jämmerliche Imitation eines Präsidenten hat für Panau ein Satellitenprogramm initiiert. Es wird die Erde unserer Vorfahren verbrennen und viel Geld kosten, das rechtmäßig den Ulas gehört. Außerdem hilft es der Panay-Regierung, alle Medien im Land zu kontrollieren. Wir wollen, dass diese Satelliten am Boden bleiben, vorzugsweise in kleinen Stücken. Ja, toll. Jetzt wissen wir zumindest, was wir machen müssen. Oh, nee. Oh, noch, da ist da. Ich hab's gerade nicht gesehen. Gehen Sie zum Panor Space Center. Das mache ich. Zum Glück haben wir jetzt einen Helikopter. Der wird uns mächtig aushelfen. Oh Mann. Wenn ich etwas zertrümmern muss oder in die Luft jagen muss, dann ist das Ding ja genau dazu geeignet. Also ich nehme gerade eine schöne ganze Zeit auf. Ich sollte, glaube ich, mal einen kleinen Cut reinmachen. Die Sendemasten, die will ich danach zerstören. 700 Meter, 500 Meter. Und jetzt? Das ist sie, Cape Carnival, die Gehirnwaschmaschine des schwachsinnigen Präsidenten. Zerstören Sie bitte diese Satelliten für mich, Serdadu. Naja, da Sie so nett fragen. Ach du ach die Mission. Die Satelliten sind oben auf den Raketen montiert. Sie müssen hinauf auf die Startplattform. Nur von dort können Sie sie zerstören. Mach ich doch gerne. Rauf auf die Startplattform und die Satelliten zerstören. Verstanden. Und weg mit dir. Ah, Mann, halt doch mal still. Nummer 1 ist weg. Eine erledigt, bleiben noch zwei. Ausgezeichnete Arbeit, Scorpio. Ich versuche zu erfreuen. Unser Scorpio mal wieder am Witze reißen. Hallo? Ach da. Halt doch mal still. Alter. Okay. Gut, Sie sind jeden Penny wert. Und jetzt den letzten Satelliten, mein Freund. Mach's doch gerne. Ach komm. Beeilung, Scorpio. Der Countdown läuft bereits. Das Ding ist doch bereits weg. 10 Minuten bis zum Start, ja, schau mal hin. Sehr gut, Scorpio. Oh, sehr alle gut. Alle Satelliten sind beseitigt und dieser schwachsinnige Präsident wird... Was ist das? Deine Mutter? Verdammt, sie haben einen versteckten vierten Satelliten. Und wo? Die Startsequenz wurde bereits initiiert. Sie müssen die Rakete im Flug zerstören. Ja, wo denn? Suchen Sie sich ein Flugzeug im Hangar. Beeilung, Serdadu. In der Luft zerstören? Ist das nicht so einfach? Ach da. Ach du Scheiße. Oh Mann, Leute.
Ach, wenigstens die drei Satelliten, ne, im Handumdrehen zerstört. Ja. Gesundheitstipp. Jo, lädt's jetzt mal? Verdammt! Sie haben einen versteckten vierten Satelliten! Und wo ist der? Die Startsequenz wurde bereits initiiert! Sie müssen die Rakete im Flug zerstören! Schnell! Suchen Sie sich ein Flugzeug! Im Hangar! Beeilung, Sir Dadu! Ja, wo ist der? In der Luft zerstören? Ist das nicht zu einfach? Ja, komm, halt die Klappe. Oh Mann. Vorhin im Heli hat so viel Spaß gemacht. Okay, vorrücken, wir haben ihn. Oh Mann. Wenigstens habe ich die drei zerstört. Bevor die Unheil an die Richtung fanden. Raus mit dir. Ach da. Runter mit dir, zum Glück muss ich jetzt. Hä? Wo? Muss mich verarschen. Wo ist denn das Ding? Komm ich denn jetzt da runter? Ach so, okay. Initiere Startsequenz. Nein! In 10, 9, 8, 7, 6. Flieg! 5, flieg schon! 4, 3, nein! 2, 1. Nein! Start. Ganz sicher nicht. Tut mir leid, das Ding wird nicht gestartet. Ja, mach ich doch, halt die Klappe. Was glauben Sie, mache ich gerade? Oh, das Ding wird sterben. Kaputt gehen. Weg mit dir! Halten Sie durch, die Verstärkung ist gleich bei Ihnen. What the fuck, Alter, wenn ich das jetzt nicht schaffe. Alter, wenn ich das jetzt nicht schaffe. Alter! Ich hab das so nur auf Aufnahme, ne? What the fuck? Nochmal runter und dann hoch. Oh, wie viel Zeit ich vergeude. Hoch, hoch, hochziehen! Na, wie geil, ich hab's ja gerade. Ja, komm bitte. Da, geschafft! Nice! Bevor das Ding die Umlaufbahn verlassen konnte. Ah, der süße Duft des Sieges. Ah, der süße Duft. Getan, Scorpio. Ja, sicher. Ist ja nichts Besonderes. Ja, geschafft. Öffnet PDA. Und raus hier. Sturmgewehr. Cool. Ach, das Ding ist ganz geil. Und was noch? Ich glaube, das war's. Okay, Leute, ich glaube, hier mache ich einen kleinen Cut rein. Erstmal lande ich und dann mache ich den Cut. Ach, scheiße, Scorpio. Und wir sehen uns bald. Ciao.